Die Philosophie der Pandemie. Mal wieder hier in diesem Audio die Beschäftigung mit diesem großen Thema Pandemie. Wir leben in einer pandemischen Zeit. Wir könnten sagen, in einer außerordentlichen, tatsächlich globalen pandemischen Zeit. Und Pandemie ist ja der Begriff, der für die Globalisierung zutrifft. Also eine Pandemie ist eine Infektionslage, die übergreifend auf alle Kulturen, Länder, Völker stattfindet weltweit. Und diese Pandemie ist daher eine große Herausforderung. Und es geht natürlich nicht um irgendeine Polemik oder irgendeine einseitige Stellungnahme zu sagen, ich bin dafür und ich bin dagegen. Und all diese, ich nenne es mal, kriegerischen Aktivitäten und Auseinandersetzungen, die da möglich sind, vor allem auch auf einer sehr polemischen Ebene immer wieder, sondern es geht darum, und philosophisch kann es nur darum gehen, einen Überblick zu erlangen, eine Analyse, ein Verständnis, eine vielleicht auch Weitsicht, eine Art von Weitsicht zu bekommen, um sich mit dem Thema natürlich auch grundlegend auseinanderzusetzen und ein Verständnis zu schaffen, das über diese übliche Alltagswelt oder journalistische Alltagswelt oder Stammtischmentalitäten oder wie auch wir das immer wieder nennen wollen oder die Entsetztheit und die bloße Gefangenheit in einer Angst hinausgeht in ein übergeordnetes Verständnis, also zumindest die Annäherung an das, darum geht es hier. Was ist die Philosophie der Pandemie, dieser Corona-Pandemie, in der wir uns alle befinden, der eine auf die Art, der andere auf jene Art? Zunächst mal zu dem Stichwort global. Global und Pandemie passen zusammen, weil eine Pandemie, ich sagte es eben, zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Grenzen kennt. Sie überwindet Grenzen. Und das ist ja das, was wir auch in den letzten Jahrzehnten in unseren Wirtschaftskreisläufen erleben. Wir haben eine globale Entwicklung, die globalisierte Wirtschaft ist vorhanden, all das. Wir können reisen, es gibt Fernreisen. Wir haben eine große Information, wir haben das Internet überwindet auch Grenzen. Und das ist ein großes Thema, das die Menschheit seit geraumer Zeit in sich trägt. Und das bedeutet natürlich auch für die Seite der Pandemie oder für die Seite der Infektionslage, dass es hier auch keine Grenzen gibt, sondern dass dadurch, dass wir verbunden sind, dass wir miteinander reisen können, dass wir überall hingehen können, dass sich natürlich auch so ein Virus übertragen kann. Und insofern gibt es keine Grenzen, es ist eine Grenzenlosigkeit. Und Menschheit hat immer schon ein großes Thema gehabt mit der Grenzbildung, mit der Grenzhaftigkeit. Wo kann ich Grenzen ziehen? Wo kann ich Grenzzäune aufbauen? Wo kann ich Todesstreifen beackern, wie wir das in Deutschland hatten? Und all diese meistens sehr, sehr unseligen Grenzziehungen, die es immer wieder gegeben hat. Da sind Grenzpfähle oder Grenzsteine noch etwas Harmloses. Und immer wieder diese Herausforderung, wo sind Grenzen nötig und wo müssen Grenzen überwunden werden? Allein diese Überlegung. Und insofern haben wir natürlich in einer Pandemie zunächst mal keine Grenzen, denn der Virus kennt keine Grenzen. Kleinstlebewesen, ich betone Kleinstlebewesen, kennen keine Grenzen, sondern überwinden Grenzen. Natürlich sind wir in der Philosophie der Pandemie bei dem Thema der Grenzen der menschlichen Expansion angelangt. Wie weit können wir uns als Menschen einseitig weiter durchsetzen gegenüber anderen Lebewesen? Wie weit können wir uns erhöhen und sagen, wir können alles machen, wir können alles bestimmen, wir können eine Artenvielfalt regulieren. Das fängt schon mit der Regulation des Jägers im Wald an, der das Wild angeblich reguliert, der also oder der Bauer, der eben eine Massentierhaltung hat und sie eben auch regulieren kann, zur Not mit der Keulung, also mit dem Umbringen der Tiere, wenn da irgendwas passiert ist. Wir haben das jetzt aktuellerweise wieder auch mit einer Geflügelpest in einigen Teilen von Deutschland. Und Mensch, darüber müssen wir uns immer wieder im Klaren sein, expandiert, hat immer wieder diese Eigenart an sich zu expandieren und zu bestimmen, was gemacht wird oder was nicht gemacht wird, was entwickelt wird und einseitig entwickelt wird,
was also in dem Sinne stets und ständig expandiert wird. Der Mensch überhebt sich tatsächlich über alles, was auf der Welt existiert. Das ist ein ganz wichtiger Satz an dieser Stelle. Ich muss jetzt nicht die Beispiele nennen von Brandrodung oder Wälder abbauen, CO2-Emissionen, Klimawandel und so weiter. All diese Dinge hängen natürlich damit zusammen. Und es stellt sich hier ganz dringlich die zentrale Frage der Grenzen von menschlicher Expansionsbestimmung. Wir sind natürlich auch bei der Philosophie der Pandemie bei den Grenzen von Begegnung angelangt. Wie weit begegnen wir anderen Menschen, uns buchstäblich, Stichwort Abstandshalten, Maskenpflicht und diese Dinge, damit eben eine Infektion nicht stattfindet. Aber auch darüber hinaus, wie finden andere Begegnungen statt? Finden Begegnungen mit Tieren statt? Und wenn ja, auf welche Art und Weise? Schlachten wir Tiere? Verfügen wir über Tiere? Riskieren wir damit Zoonosen, die tatsächlich auf die Menschheit überspringen, wie das der Fall zu sein scheint? Bitte, ich sage scheint, ist ja nicht vollkommen klar. Und da sind wir natürlich bei dem großen Thema Grenzen, wiederum Grenzen und hier speziell Grenzen der Begegnung angelangt. Wie weit können wir begegnen? Wie weit können wir eindringen? Wie weit und intim können wir begegnen? Natürlich ist mit all dem das Thema globale Forschung verbunden. Forschung, die global stattfindet, also in dem Sinne international, in einer internationalen Zusammenarbeit. Und ich denke, was wir da erlebt haben, zum Beispiel Stichwort Impfstoffentwicklung oder Forschung bei der Medikation, ist natürlich ein ganz starkes globales Forschungsthema. Also innerhalb kürzester Zeiten Impfstoffe zu entwickeln, egal wie sie heißen, wie sie aussehen oder welche Nebenwirkungen sie haben oder was man mit ihnen riskiert, ist ein großes Thema der Fähigkeit und der Fertigkeit, tatsächlich global forschen zu können. Dann erleben wir natürlich, das hat ja jetzt schon auch angeklungen, dass Wachstumsprozesse und global gesehen handelt es sich immer wirtschaftlich zumindest und darüber hinausgehend ganz sicherlich auch um Wachstumsprozesse. Wachstumsprozesse werden durch eine globale Pandemie relativiert. Wir erleben einen Einbruch der Wirtschaft, ein bedeutender Einbruch ganzer Wirtschaftsteile, ganzer Kulturaktivitäten und all dem, was damit zusammenhängt. Das heißt also die Begrenzung oder eben Relativierung von Wachstumsprozessen. Dann ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt da, der trifft auf fast alle Mikroorganismen zu, die man zumindest nicht sehen kann. Das Virus ist nicht sichtbar. Und in dem Sinne nicht fühlbar. Es gibt kein Kribbeln. Es gibt keine Besonderheit, wo ich jetzt sage, oh, was passiert denn da? Da ist ein Lebewesen da, wie so eine Fliege oder eine Mücke, die mich befällt und wo ich was machen kann, ja, mich also sehen kann, wo ich dann aufräumen kann oder mal Ordnung machen kann und mal kurz aufwische und mal meine Wohnung wieder auf Tour bringe, was die Hygienemaßnahmen anbelangt. Dieses Virus ist nicht sichtbar. Und wenn etwas für uns als Lebewesen Menschen nicht sichtbar ist, dann hat es dadurch auch gleichzeitig den Charakter des Unheimlichen, des Besonderen, des Transzendenten. Ich wage diesen Ausdruck an der Stelle. Es geht ja um die Philosophie dessen. Es ist nicht sichtbar. Es war schon im Zeitalter der Pest so, wo man vermutet hat, da ist irgendetwas im Dunkeln, irgendetwas Seltsames. Und sicherlich gab es einige Menschen, die durchaus inspirierend spekuliert haben und sagten, oh, das muss irgendwas mit Lebewesen zu tun haben, aber wir sehen sie nicht. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit nicht anders. Es ist nicht sichtbar und dadurch kann ich es natürlich auch gerne negieren. Und die ganzen Leugner dieser Pandemie leben davon, dass sie sagen, guck mal, das ist ja nicht sichtbar. Das ist wie ein normaler Schnupfen, wie ein normaler Husten, normale Erkältungskrankheiten. Und insofern wird es natürlich negiert oder eben in das andere umgekehrt. Aber nochmal die Tatsache, dass etwas nicht von der normalen Wahrnehmung her sichtbar ist, sondern nur indirekt wirkt
Und wir haben es sehr oft in unserem menschlichen Leben mit indirekten Wirkungen von Prozessen zu tun, die wir nicht durchschauen, weil wir ihren Fortgang nicht kennen und weil wir es nicht sehen können und zur Not auch nicht greifen können. Also mit unserer normalen sinnlichen Wahrnehmung tatsächlich nicht realisieren. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und insofern ist das unheimlich und all Unheimliches und Seltsames und vor allen Dingen eben auch Verstärktes, durch die Medien verstärktes, seltsame Unheimliche oder durch Regierung in ihrer Fürsorgepflicht verstärktes, macht natürlich dann weiter Angst. Und Angst ist natürlich der Motor für viele andere Dinge, die dann als Ergebnis der Angst entstehen. Zum Beispiel daher dann auch die Negation. Es gibt es gar nicht, es ist zu relativieren, es ist normaler Erkältungsvirus, weil Coronaviren gab es schon immer. Und schon immer in der Menschheit tatsächlich, zumindest von dem, was wir wissen, aber es ist eben was Harmloses und das hat nicht diese Kraft und diese Wucht, die man dadurch eben negiert. Und das hat natürlich wiederum zur Folge, dass die Denkprozesse, die Reflexionsprozesse, dass die Auseinandersetzung, die Kommunikation, die Stellungnahme vielfache Ausläufer hat, unter anderem eben auch im Maximalzustand des Paranoiden. Wie viele Menschen erlebe ich, die tatsächlich in dem Sinne abgedriftet sind, und das ist ein Spaltungsphänomen, das einem wirklich auch Sorge bereiten kann, dass man bis in kleinste Gemeinschaften, kleinste Familien hineingeht, wo dann Leute sagen, so, das ist von Bill Gates gemacht oder das wurde von denen gemacht und Angela Merkel ist ein, das habe ich gestern wieder erlebt bei jemand auch, eine Enkelin von Adolf Hitler und die Leute zücken dann ihr Handy und versuchen dir zu beweisen, dass es so ist und leben in ihrer abstrusen Welt scheinparanoid oder wirklich paranoid, das ist dann zu untersuchen. Und da bleibt dir nichts anderes übrig, als zu überlegen, gehst du jetzt, klatschst du dem das an den Kopf in dieser Seltsamkeit, die er da argumentiert und damit eine riesen Auseinandersetzung und das ist okay. Aber vor allem, und was mir dann passiert ist, ich merke dann, die haben Kinder, die Kinder sind süß, die Kinder spielen mit unseren Kindern, die Frauen verstehen sich eigentlich gut, willst du das riskieren, solche Brüche, solche totalen Spaltungen in der Gesellschaft, wie gehst du damit um? Das ist eine große Herausforderung für jeden von uns immer wieder, damit umzugehen und trotzdem friedlich miteinander zu sein, auch wenn es absolute Ausläufer gibt, wie das Paranoide und das vollkommen Abstruse und Verschwörungstheoretische im Sinne einer Corona-Leugnung und so weiter. All das oder eine Pandemie, wie gesagt, es geht um die Philosophie der Pandemie, erzeugt natürlich starkes Freiheitsbegehren. Ich will frei werden. Ich möchte da rauskommen. Ich möchte überleben. Ich möchte nicht krank werden. Ich möchte frei sein. Also jeder von uns spürt es wahrscheinlich zu sagen, ich kann es gar nicht mehr erwarten, in den Biergarten zu gehen, zumindest mal, wenn die jetzt wieder öffnen am Wochenende. Oder nach Österreich zu reisen, nach Italien zu reisen, ohne dieses Prozedere, ohne diesen Aufwand, ohne diese Testungen, Impfpflicht und Impfausweise mit allem, was dazugehört. Und das, Achtung, globales Phänomen heißt, es ist sehr, sehr stark. Und mein Freiheitsbegehren wächst unendlich geradezu, im Notfall so, dass ich mich befreie, dass ich mich affektiv befreie und all das, was eben daraus möglich ist. Das heißt, der Begriff Freiheit durch so eine einschränkende Pandemie wird natürlich in Zukunft, in unmittelbarer Zukunft und auch in weiterer Zukunft weiter wachsen. Und es wird weiter stärker werden bei jedem einzelnen Menschen weltweit. Herausforderung einer Philosophie jetzt der Pandemie ist natürlich die Pragmatik. Wie kann man einigermaßen vernünftig und pragmatisch mit dem Phänomen, mit diesen Phänomenen umgehen. Wie kann man pragmatisch helfen? Was kann man pragmatisch tun? Was kann man pragmatisch schützen? Was kann man pragmatisch beruhigen? Und so weiter und so weiter. Ein kurzer Schlenker natürlich, und es gehört ja immer dazu, auch zu einer Philosophie oder zu einer Abhandlung, die Historie. Als Menschen sind wir natürlich auch in einem historischen Bewusstsein. Wir haben Geschichten. Wir kennen die Geschichte der Menschheit so ein Stückchen, die Geschichte der Evolution von Lebewesen.
Und wir wissen natürlich, dass es im Rahmen der evolutionären Entwicklung immer wieder Pandemien gegeben hat. Innerhalb des Tierreiches genauso wie bei Menschen. Ich hatte das Stichwort Pest genannt. Es gibt viele, viele andere Belege für Pandemien, die die Menschheit immer wieder heimgesucht haben, auch wenn sie andere, vielleicht andere Ausbreitungsmechanismen und Dynamiken hatten als in der heutigen Zeit, in der sowas natürlich schneller gehen kann, haben aber Pandemien immer wieder geherrscht oder große epidemische Lagen geherrscht. Und natürlich das Leben immer wieder relativiert, ich sage betont relativiert. Das heißt also Krankheiten geschaffen, die zum Sterben geführt haben, die zu starker Krankheit und damit Dezimierung der Population geführt haben. Egal, ob es sich um Pflanzenpopulationen, Tierpopulationen oder Menschenpopulationen gehandelt hat. Also auch immer wieder der Hinweis, es gibt es schon, es gab es schon und es wird es auch in Zukunft weitergeben. Und vielleicht haben wir die Illusion gehabt, in dieser großen, mächtigen globalen Wirtschaftsentwicklung und damit Kommunikationsentwicklung der letzten Jahrzehnte, dass sowas nicht mehr kommt. Die meisten von uns, sind wir ganz ehrlich, haben nicht gedacht, dass sowas nochmal möglich ist, dass das tatsächlich passiert. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren immer mal ab und zu dachte, oh, warum sind wir so sicher, dass sowas nicht mehr kommt, Infektionskrankheiten, diese großen Infektionskrankheiten. Ich war da immer so ein bisschen vorsichtiger in der Sache. Aber tatsächlich, diese Größe der Entwicklung, diese Macht einer Globalisierung, die natürlich stark ist und starke Wachstumsprozesse geschaffen hat, egal wo wir hingucken, hat dazu verführt, dass viele Menschen gedacht haben, so etwas gibt es nicht mehr. Und damit sind wir natürlich beim Thema Kontrollverlust angekommen. Kontrollverlust heißt, das ist eben nur sehr bedingt zu kontrollieren. Es ist zu kontrollieren, wie wir jetzt merken. Also zumindest sagen wir mal, in einigen Ländern ist es kontrollierbar, in anderen wiederum nicht kontrollierbar, wie wir sehen, Stichwort Brasilien, Indien und so weiter. Also dieses große Thema Kontrollverlust. Was können wir als Menschen kontrollieren und was können wir nicht kontrollieren? Und damit natürlich die Begrenzung der menschlichen Allmachtsvorstellung. Ich bin als Mensch allmächtig, ich bin die Krone der Schöpfung, das wird in allen möglichen Spiritualitäten und Religionen immer wieder gelehrt. Oder das ist auch das Ergebnis letztendlich einer umfassenden globalen Politik oder eines Wirtschaftssystems. Wir können alles tun. Als Menschen können wir absolut bestimmen, was möglich ist und was eben nicht möglich ist. Ich betone, die Begrenzung der menschlichen Allmachtsvorstellung ist der Mensch, das ist eine ganz zentrale philosophische Frage, tatsächlich in der Lage, alles zu bewirken. Diese Frage kann man nicht oft genug stellen. Jetzt gerade auch im Sinne einer Nachhaltigkeit oder im Sinne einer Ökologie oder im Sinne des Klimawandels, egal wo wir da hineindenken an der Stelle. Der Mensch steht an einer Schwelle, eventuell an einer Schwelle, wo er sich in seiner Bewusstseinswerdung darüber im Klaren werden kann, was er tut und was er eben nicht tut, was er tun darf und was er nicht tun darf. Also diese Begrenzung. Und das können wir jetzt in alle möglichen Bereiche reingeben, sagen Begrenzung des ewigen Wirtschaftswachstums, der Möglichkeiten oder wo auch immer wir hindenken, bis hin eben zur Kontrolle oder zur Begegnung mit diesem Coronavirus. Die Begrenzung der menschlichen Allmachtsvorstellung. Das heißt, wir als Menschen sind nicht alleine bestimmend, sondern mitbestimmend müssen alle möglichen Tierarten, Pflanzenarten, biologische Grundarten, also lebendige Systeme sein, die mitbestimmen, wie in einem Parlament, wo verschiedene Parteien da sind, die zumindest eine Meinungsäußerung haben und die vom Wähler gewählt worden sind, um eine Vertretung, eine Stellvertretung vorzunehmen, auch in dieser Griffigkeit zu sagen, wir sind nicht alleine mitbestimmt, sondern eigentlich müssen am Tisch alle möglichen Virusarten sitzen, wenn sie das könnten, jetzt mal metaphorisch gesehen, spekulativ, Pflanzenarten, die Lobby der Schimpansen und Gott weiß was. Alles. Also alle Lebewesen sind mitbestimmend.
und zu berücksichtigen. Und das ist die große Herausforderung für die Menschheit. Kann sie das oder kann sie das nicht? Da wird sie weiter dadurch begrenzt, weil sie es nicht kann und nicht will, sondern weiter allein bestimmend da sein will. Also hier dieses Credo, diese Aussage, philosophisch, wir sind nicht allein wir sind nicht alleine bestimmend. Das heißt, wir werden doch durch eine solche Pandemie zurückgeworfen auf das Artenvielfältige, Stichwort diverses, Gemeinsame. Und damit das Umfassende. Und damit sind wir beim Begriff des Umfassenden angekommen. Da gibt es den Virus, schrecklich irgendwo so, und wir bekämpfen den Virus und ständig hören wir Kampfesmeldungen vom Virus und Besiegen und Besiegungsmöglichkeiten, das Virus in Schach halten und all diese Geschichten. Und andererseits der Mensch eben in seiner tatsächlichen allumfassenden Allmachtsfantasie. Und die Pandemie hat gezeigt, dass es sich um eine Allmachtsfantasie handelt, aber auch der Fähigkeit, sie wiederum zu beherrschen auf der anderen Seite. Und damit wiederum die mögliche Bewusstwerdung des Umfassenden. Es kann niemals einen alleinigen Durchbruch geben, weder von einem Virus, der alles vernichtet, noch von den Menschen, die alles bestimmen und alles ermöglichen und alles relativieren und beliebig machen und sagen, wir können alles tun, wir können stets alles machen und dadurch relativiert werden. Das ist das gemeinsame, umfassende. Das ist hier so die Schlussbotschaft dieses Artikels. Das Umfassende, das wir bedenken müssen als Menschen. Das heißt, könnten uns zum Beispiel als Lobby einsetzen für die Artenvielfalt. Das ist ja hier der entscheidende Punkt. Und für diese Balance, die daraus entstehen kann, wenn Lebewesen einigermaßen gesund miteinander interagieren. Und darum geht es ja. Wir sind als Menschen überhaupt nicht vorstellbar ohne Mikroorganismen. Also diese 1 Kilo, 1,5 Kilo Mikroorganismen, die wir in unserem Körper tragen und an unserem Körper tragen, sind unsere Lebensgrundlage. Aber eben in der Ausgewogenheit. Also diese große Herausforderung, immer wieder ein Gleichgewicht, ein Ausgleich, eine Balance tatsächlich herstellen zu können. Und damit sich, und das ist der Abschluss, sich der menschlichen Eingriffsmöglichkeiten, egal ob im Wirtschaftssystem, egal ob Verkehrswege, egal ob CO2, Luftverschmutzung oder sonstige Emissionen, die passieren, oder eben Tiereingriffe, die man macht, Dezimierung, Nicht-Dezimierung, Regulation, die man bringt, zu begrenzen, zu sagen, wo können wir, und das ist so die Schlussfrage, wo können wir, wo müssen wir menschliche Eingriffe begrenzen, damit wir nicht ewig in der Herausforderung sind, wieder einzugreifen, nochmal einzugreifen und einzugreifen. Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wir sehen es ja jetzt auch, die menschlichen Eingriffe in der Gegenreaktion einer Pandemie bestimmt, also Stichwort Forschung, Impfstoff oder was auch immer, ist ja schon auch wieder ein Eingriff, der notwendig war, um das regulieren zu können. Also inwiefern entwickelt der Mensch oder kann der Mensch ein Bewusstsein entwickeln, seine Eingriffe zu regulieren und zu relativieren, das ist der entscheidende Punkt. Und nicht immer wieder blind zu agieren oder in einer Herausforderung zu agieren, wo es darum geht, was mache ich jetzt als Gegenmaßnahme, wie bekämpfe ich das und so weiter und so weiter. Und dann wird er aus diesem Wettlauf eher nicht herauskommen. Das sind so Fragen, die in Bezug der Philosophie der Pandemie interessant sein könnten und mit denen man sich auch immer wieder gerne auseinandersetzen kann.